Hallöchen Leute und herzlich willkommen zur 29. Folge Let's Play Oracle of Ages. Ja, es geht wieder weiter, es ist Freitag und weil das Ganze hier ja ein Blind-LP ist und ich euch auf gar keinen Fall irgendwie was vorspielen will, also und ehrlich sein möchte zu euch, muss ich gleich mal kurz etwas sagen. Diese Folge jetzt, das ist mein zweiter Versuch. Ich hatte sie aufgenommen, ich habe sie sogar schon abgespeichert und gerendert, aber es gab so ein paar Schwierigkeiten mit der Folge, nämlich dass ich letzten Endes die ganze Folge nur völlig planlos durch diesen Dungeon gerannt bin und wir nicht wirklich vorwärts gekommen sind. Ich meine, es gibt noch so ein paar Räume, die haben wir noch nicht betreten und in die bin ich auch so rein, also zumindest in die ich reinkam. Aber da habe ich irgendwann einen toten Punkt erreicht und hatte absolut keine Ahnung. Ich habe auch nach wie vor absolut keine Ahnung. Aber inzwischen ist halt die letzte Folge hochgeladen. Und ihr habt Kommentare geschrieben. Ich muss mich auch bedanken bei euch. Ihr habt auf jeden Fall nicht gespoilert. Das ist hammergeil. Also so finde ich richtig gut. Also danke dafür euch. Also in einem Blind-LP gibt es nichts Schlimmeres als Backseat-Gaming und Vorplapperer. Und da seid ihr nun weit von entfernt. Was ihr aber geschrieben habt, mehrfach, unabhängig voneinander, mehrere von euch, dass ich zu kompliziert denke. Mag sein. Auf jeden Fall sagt mir das, dass es einen Raum gibt, in dem wir faktisch schon waren und ich da irgendwas tun kann, wo ich nicht wirklich drauf gekommen bin. Und ja, mit dieser Motivation, denke ich, probieren wir es jetzt einfach nochmal mit dieser Folge. Wie schon die letzte Wahl. Ziemlich fail. Von daher glaube ich nicht so schlimm, dass wir das jetzt hier quasi verwerfen. Wie schon viel gesehen habe ich ja auch nicht. Genau, aber in diesem Raum war ich schon drin, habe dann auf jeden Fall festgestellt, gehen wir auf diesen Schalter, kommt hier die Brücke, sind wir nicht drauf, geht die wieder weg. Und was ich dann auch probiert hatte, und ich probiere es auch gerade nochmal, dass das mit den Pegasus-Stiefeln, zumindest hat es in der versuchten Folge da nicht geklappt. Ich würde wenigstens gerne abspringen. Komm! Halt es, Löcherkrankheit ist weg und das mag ich gar nicht. Okay, jetzt. Ja, also man sieht, das kann nicht klappen. So. Was ein Scheiß, ey. Löcher. I hate them. Und weil ich sie so sehr hasse, gehe ich jetzt auch nicht auf diesen Weg zurück, sondern ich porte. Genau. Porten ist besser. Ja. Hallo, du Moblin. Du Moblin auch. Oh. Und du auch noch. Ja. Genau. Und jetzt müssen wir kurz überlegen. Also wir waren ja noch nicht hinter diesen roten Dingern hier. Ich weiß aber nicht, ob ich da jetzt wirklich sofort hin will. Weil ihr habt ja, ne, ihr habt ja gemeint, ich denke zu kompliziert. Also ja, ihr wisst schon, ich denke zu kompliziert. Ich will erstmal in einen anderen Raum. In einen, in dem wir schon waren. Die Frage ist, in welchen? Wir sind letzte Folge, wir waren zum einen hier auf der Seite. Wir waren aber auch da unten. Wir gehen mal hier nach unten. Ja. Jo. Ja, doch, wir waren schon an relativ vielen Stellen, wirklich. Genau, hier rechts ging es ja zum Endboss. Also zu der Tür. Genau. Wow. Lass mich in Ruhe. Mann! Jetzt, komm. Ich will Herzen. Bitte lass dein Herz drunter sein. Das wäre voll nett und so. Nüscht. Aber auch gar nüscht. Ihr seid so lieb, echt. Oh, okay, ihr seid lieb, liebe Entwickler. Eine Fee. Eine Fee ist toll. So, war das hier? Genau, das war so ein Raum. So, also. Genau, ich mache das jetzt gerade nochmal. Also, die drei hier raufschieben. Genau, das war ja der Raum, wo ich angefangen habe zu sagen, so ein Somaria-Stab wäre toll. Weil wir jetzt nämlich genau dieses Problem hier haben. So. Aber ihr sagt, ich denke zu kompliziert. Also, was kann ich stattdessen machen? Ich weiß nicht. Ich glaube, Dimitri konnten wir in Dungeons ja nicht rufen. Aber der kleine fette Klopf hat ja natürlich auch Gewicht. Und dann kann der sich auf den Schalter parken und dann geht hier alles. Nein, es wäre zu schön gewesen.
Nee. Das wäre mir jetzt neu, dass Bomben das können. Nein, ouch. So, jetzt. Nein, können sie auch nicht. Okay, dann ich gehe weiter. Wahrscheinlich war es nicht dieser Raum. Ach, Mann. Ich hoffe so sehr, dass das jetzt irgendwo zielführend ist, was wir hier gerade tun. So diese Versuche jetzt hier bereits besuchte Orte nochmal anzukommen. Vielleicht habt ihr auch was völlig anderes gemeint. Ich weiß es doch nicht, aber wenn die Folge jetzt wieder so planlos wird wie die letzte, dann... Also die letzte, die ihr ja nie sehen werdet. Wie auch immer. So, also. Gucken wir nochmal hier rein. Ja, das war das. So, genau. Also noch etwas, was ich anders machen kann. Also, um euch das bloß nochmal zu erklären. Also, hier drüben sind die Dinger. So. Und meine Vermutung wäre jetzt, dass man die Teile, die ja beweglich sind, hier rüberbringt und auf genau diese Stellen parkt. Aber das geht nicht wegen dem Loch. Und hätte ich einen Sumaria-Stab, könnte ich da mit so einem Block eine Brücke bauen. Sofern der Block nicht in das Loch fällt und es tatsächlich stopft. Das war jetzt meine Idee. Was könnte ich denn noch tun? Ja, okay. Man könnte. Dann müsste der so und... So, man könnte natürlich die jetzt genauso anordnen, wie mir das hier gezeigt wird. Versuch ist es wert. Wenigstens der Versuch ist es wert. Ich weiß es doch nicht. So, dann muss der Blaue da ganz runter. Dann schiebe ich dich gerade mal. Da muss ich jetzt auch aufpassen, ne? Damit ich mir hier nichts zubaue. Vor allem, wenn ich jetzt. Ja, komm, ich schieb dich jetzt gerade nochmal nach oben, damit ich irgendwie die Lücke nicht zubaue. Dann schiebe ich dich gerade mal so rüber, dann kann ich den Blauen da rüber schieben und jetzt kann der Blaue 1, 2 nach unten gehen. Jetzt ist der Blaue schon mal an Position. So, wo muss jetzt der Rote hin? Der muss so und dann der Gelbe da drüber. Okay. Das heißt, dann wäre das Ganze so. Okay, wir schauen mal. Was falsch gibt. Oh, ja, halt, natürlich. Ah, der fehlt noch. Okay, das geht ja wirklich. Okay, fuck. Gut. Ja, Leute, alles klar. Ich gebe es zu. Ich denke, ich wirklich zu kompliziert. Ich weiß nicht. Für mich war das jetzt komplizierter, aber keine Ahnung. So, du erhältst den so. Ich. Was? Was ist denn jetzt los? Ha, okay. Das ist witzig. Das ist ja witzig, jetzt kriegen wir wirklich einen Sumaria-Stab. Setze ihn ein, um Blöcke zu erschaffen. Holy fuck, ist das geil jetzt. Okay. Okay, ich fasse es nicht. Nett. Das ist das geil. Okay. Ja, okay, also danke nochmal. Okay, danke für eure Kommentare. Für den Hinweis, dass ich zu kompliziert denke. Und ja... Dem scheint so zu sein. Aber wie schon gesagt, so auf der falschen Fährte war ich ja gar nicht, von wegen Sumaria-Stab und sonst irgendwas. Oh Mann, ich stelle mir gerade vor, wie sich da wahrscheinlich einige von euch auf die Lippen gebissen haben und so, ich darf jetzt nichts schreiben, nicht spoilern, so. Ah. Hammer. Petit Schlüssel. Ah, wie geil. Okay, jetzt freue ich mich. Haha. De. Voll gut und so. Ja, jetzt haben wir... Mei, jetzt haben wir ja wieder richtig... Possibilities! Nice! I like that! This is epicness! Ja, denn... müssen wir mal schauen, wo es jetzt weitergeht für uns. Ja, da geht's wieder zu dem... Ja, da könnten wir. Da geht's wieder zu dem Zwischengegner. Dann war ja da oben diese Brücke. Aber jetzt würde ich sagen, gucken wir uns das hier an. Wir gucken uns das da an.
Ja. Genau, hier waren wir ja auch noch nicht. Wobei, ja, in dieser schiefgelaufenen Folge bin ich hier dann auch schon gewesen. Ich weiß aber gerade ehrlich gesagt nicht mehr, was da jetzt ist. Aber das werden wir gleich sehen. Es ist nicht völlig blind für mich. Naja, genau, die scheiß Viecher. Die mag ich gar nicht. So Schilder fressen und dann auch noch so harte Gegner hier, die einem mit dem Morgenstern plätten wollen. Das ist nicht gesund. Ach Gott, das war der Scheißraum. Okay. Ja, hier waren nämlich so Löcher. So. Jetzt, nachdem wir das Dungeon-Item haben. Was bringt es mir? Okay, also ich hatte in der letzten Folge, hatte ich hier halt festgestellt, okay, man kann hier ein bisschen rumhüpfen und irgendwie, genau, und ich habe dann noch rumprobiert, ob man hier irgendwo Licht machen kann und das funktioniert nicht. Gut, hiermit sowieso nicht, aber auch hiermit kann ich leider kein Licht spenden. Und ich will, denke ich mal, zu der Truhe hin. Okay, Dungeon Item. Hä? Ah ja. Okay. Das könnte eine Idee sein. Dass ich... genau, dass ich den Block benutze... Scheiße. Okay, dann hätte ich gerne hier einen. Dass ich den Block benutze, um rauszufinden, wie ich... Oh, scheiße, laufen kann. Und das Ganze sollte man rausfinden und sich so halbwegs merken, ohne dabei zu sterben. Ich muss jetzt mal diesem Gegner aus dem Weg räumen. So. Okay, also hier stehe ich noch sicher. Hier ist aber schon ein Loch. Hier geht's noch. Runter geht auch noch. Okay. Geht auch noch. Da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Okay, scheiße. Hier geht's aber weiter. Da ist auch ein Loch. Hier geht's noch hin. Okay, da würde ich jetzt von hier schräg springen. Ich meine, das kann ich wohl schaffen. Sehr gut. Ein kleiner Schlüssel. Mit ihm öffnest du verschlossene Türen und Blöcke in dieser Höhle. Hammergeile Scheiße. Hat das tatsächlich geklappt hier mit dem Stab? Aha, okay, gut, dann reicht mir das ja schon so. Mehr will ich gar nicht. Dann nehme ich jetzt hier den Tauschhaken. Wahrscheinlich ist es auch genau so als Abkürzung gedacht. Spannend wäre jetzt noch zu wissen, ob hier noch irgendwo was weiteres versteckt ist, in diesem Raum irgendwie links oder rechts oder so, aber... gut, in einem Blind LP erwarte ich ohnehin nicht, dass es 100% werden. Wobei es ja bei Oracle of Seasons, was ich ja immer noch total krass finde... Aber da war ich halt auch entsprechend gründlich. Ich hoffe, wir sind es bisher halbwegs. Ist es ja tatsächlich zu einem 100% Ding geworden. Ich meine, wenn man mal davon absieht, jetzt irgendwie alle Ringe zu sammeln. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt in zwei Spielen überhaupt irgendwie schaffen könnte. Aber, naja, also auf jeden Fall haben wir in der Folge, ja, sondern wir haben in Oracle Season, ist es tatsächlich 100% geworden. Wir hatten alle Herzteile, die Tauschquest beendet und bla bla bla. Und ehrlich gesagt, wäre es ja schon geil, wenn das hier nachher auch noch 100% werden. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich da auf einem guten Weg bin mit dem Zeug, was ich bisher schon gefunden habe. Und das wisst nur ihr. Ihr könnt mich ja mal motivieren.
Könnt ihr mal schreiben, ob ich auf einem guten Weg zu 100% bin oder eher auf einem ganz, ganz schlechten. Was natürlich impliziert ist, ihr, wenn es schon so lange her ist, alle Folgen nochmal sehen müsst, ne? Macht das nur! Klingt geil und so! Ja, genau. So. Ich glaube, hier war dann aber auch nichts weiter. Nee. Dann will ich jetzt dahin, wo wir da geportet haben. Genau. So, dann will ich jetzt erst einmal zu dem... Oder ist da unten noch irgendwas? Ich hab's auch null Plan. Egal, was soll's. Wahrscheinlich wäre der andere Weg schon wieder kürzer gewesen. Ach, ist das furchtbar. So, auf in den Eingang, auf zum Porten. Und jetzt können wir hier. So, und jetzt können wir mit dem Somaria-Stab. Nech, falsch. Einfach mal gucken, wo uns das hinführt. Ach, ist das schön. So, da war ich jetzt im Torschaken, damit ich in die Truhe kann. Jetzt ist es für mich auch wieder völlig blind, weil hier drüben war ich noch nicht. Der Kompass! Na, endlich! Ja, es wurde Zeit. Voll gut. Düdelüp. Die Musik hier geht, an dem Tempel geht schon irgendwie so ein bisschen auf die Nerven. Also ich meine, wir hatten Dungeon-Musik in diesem Spiel, die war schöner. Die ist schon so ein bisschen, Gott, war der knapp. Okay, das konnte nicht klappen. Weil dieses... Habt ihr mal... Na gut, ich hab's auch nicht selber gespielt, aber Ghosts and Goblins für den NES. Uralt. Sauschwer. Da gibt's so komische Geister. Die haben auch so einen furchtbaren Tonfall drauf. Und das erinnert mich ein wenig an die. So, wir sind, glaube ich, von der oberen Treppe gekommen gerade. Oh ja, hier gibt's ja noch einiges. Cool. Nee, wir sind von der gekommen. Oh Gott! IT-Orientierung. Ja, hier waren wir noch. Dann gucken wir uns hier mal weiter. Und jetzt sehe ich gerade mit Blick auf die Uhr, sind schon wieder 17 Minuten um. Fast 18. Aber nicht schon. Wir machen jetzt einfach gerade mal den Tempel noch ein bisschen. Ich musste mich am Anfang erstmal hier zurechträtseln und ja. Ist okay. So, den können wir zum einen auch so benutzen. Aha. Gut, nur mal gucken, was wir hier machen sollen. Ich habe zwei Schlüssel, das ist sehr gut. Ja. Ich könnte dann, genau, das könnte ich auch noch. Das ist, jetzt muss ich gleich mal ausprobieren. Wo geht's hier unten lang? Warte mal. Oh, das ist da. Ne, da springe ich besser nicht runter, sonst können wir den ganzen Weg nochmal laufen. Bevor ich jetzt den Schlüssel benutze, ich hoffe, ich habe genug. Nachher brauche ich hier irgendwie drei. Das wäre auch wieder scheiße. Genau, dich kann ich gerade so sehen. Genau, dann stehe ich nämlich hier. Ah, ja, genau. Genau so habe ich mir das gedacht. Wunderschön. Gut, schon können wir unseren Laserschuss nicht mehr benutzen. Oh Gott. Ich will lieber die Feder, dann kann ich hier ein bisschen ausweichen. Aha, ich nehme an, ich will hier hin. So, wie ist das zu schaffen? Ich glaube, dann brauche ich auf jeden Fall doch erstmal mit dem Schlüssel hier. Ja, okay. Vielleicht muss ich euch gleich mal aus der Distanz benutzen. Mit der Schleuder, beziehungsweise dem Blasrohr. So. Mhm. Okay. Okay, gut, okay. Also. Das Pusterohr. Und voll daneben. So. Dann hier runter. Ja, mit dem Schlüssel aufgeschlossen. Das kann ja soweit erstmal nicht falsch sein. Frage ist, wie geht's weiter? Aha, oh Gott. Noch ein Schlüsselloch.
Und noch ein Schalter. Okay, also dann war das schon mal der erste richtige Schritt, würde ich sagen. Wow. Kann man euch irgendwie... Wir haben keinen Bumerang. Mit dem Bumerang in Dingsbums, da geht das. So. Dann brauche ich wahrscheinlich zwingend den Schlüssel, damit ich diesen Schalter betätigen kann, weil ich ja zumindest genau, sonst verbaue ich mir hier den Weg. Richtig, okay. Aber halt. Oder warte. Nein, genau. Und dann hier rauf. Hahaha, sehr schön, ja. Ich war schon für einen kurzen Moment, war ich gerade so. Aber. Genau, jetzt ist das ist ja richtig jetzt. Geil. Hammergeil. Ja, dann haben wir es ja geschafft. Den haben wir es doch geschafft. Warte. Ich will wissen, ob ich da eine Fee kriege oder sowas. Ich krieg auf jeden Fall Herzen. Das ist gut. Und das hilft mir jetzt ja auch. Genau. Ich muss das mal ganz entspannt machen, dass er mich nicht trifft. Deckung suchen und so. Ja gut, okay. Jetzt reicht's mir. Ha, geil. Okay, schön. Läuft doch. Ich bin froh, dass es diese Folge wieder läuft. Ja, also wie schon gesagt, wenn ich so ein bisschen planlos wirke, dann liegt das einfach daran, dass ich, naja, ihr kennt mich. Ihr habt das Oracle auf Ages LP gesehen. Ich meine, wem erkläre ich hier eigentlich überhaupt irgendwas? Ihr kennt mich. So scheiße. Und genau hier hätte ich jetzt wahrscheinlich einen Schlüssel gebraucht. Mist! Uns fehlt ein Schlüssel. Ach, Mann. Okay. Mu. Meh, okay, dann lass uns wieder mal zurück zu einer Stelle gehen, wo wir... Okay, wir suchen jetzt diese Folge noch den Schlüssel. Ach, ist des doof. Miaui. So, wo ist der jetzt? Scheißendreck. Genau ein Schlüssel, ich hab's befürchtet. Okay, jetzt muss ich echt nachdenken. Irgendwo müssen wir noch hin. Und ich weiß gerade nicht wo. Jetzt muss ich erst überlegen. Habe ich in dieser Fail-Folge, habe ich da noch einen Schlüssel gefunden? Kann sein. Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Das ist ja schon ein paar Tage her. Kann gut sein. Oh Mann. Ja, okay, gut. So ist das halt mit Blind-LPs, ne? So ist das halt. Da ist noch irgendwo irgendwas. But I don't know, wo genau. Scheiße, mein Hirn. My brain. Wo kann es sein? War da drüben noch was? Da oben haben wir jetzt geguckt. Ich gehe nochmal hier hinschauen. Ja, genau, dann... Könnte man da reingehen, richtig. Das können wir machen. Da sind wir auch schon länger nicht mehr gewesen. Aua. Oh, ich glaube, das ist gar nicht falsch. Stimmt, genau. Ja, genau. Hier war das mit dem Block. Sehr gut, okay. Hammer. Okay, gut. Puh. Okay, ja, ne, also, sorry, Leute. Ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß. Und dass ihr nicht einfach nur die ganze Zeit dabei seid. Oh nein, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wie kannst du nur so doof sein? Ja, keine Ahnung, man muss sich halt so ein bisschen durchwursteln. Ganz abgesehen davon, ein weiterer Schlüssel, der mir noch fehlt, ist, by the way, der große. Das kommt dann nämlich auch noch erschwerend hinzu. So.
Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir hier... Nee, warte, ich will die Duftkerne. Ups. Ja, aber natürlich mit der Schleuder. Mit dem Pusterohr. Wo ist denn jetzt? Da ist es. Sehr gut. Geht. Ich hatte schon Angst. Aber es funktioniert. Ich brauch das Kraftarmband nicht. Leiti, du brauchst das Kraftarmband nicht. Ich hab's immer noch nicht. Echt jetzt? Haha, hier ist also was. Hier gibt's einen Schlüssel. Spannende Frage, groß oder klein? Und das müssen wir jetzt rausfinden. So, wahrscheinlich wollt ihr zwei auf die Dinger drauf, ne? Okay. Okay, I see. Ihr geht immer beide gleichzeitig mit ab. Mit dem neuen Item könnte ich dich ja zum Beispiel blockieren. Was passiert dann? Okay, alles klar. So schwer ist es ja gar nicht. Okay, wunderschön. Das war ja gar nicht so schwer. Ach. Guck, auf sowas komme ich dann irgendwie wieder schnell. Es ist ein kleiner. Yes. Übrigens, jetzt habe ich gerade immer noch Bock weiterzumachen. Habt ihr Lust auf eine längere Folge? Weißt du was? Wir spielen jetzt noch. Wir gucken, dass wir diesen Dungeon jetzt noch schaffen bis zu dem Dings, das Bums gemacht hat. Bis wir kurz vom Boss sind. So, wir speichern dann vor der Boss-Tür. Und dann beginnt die nächste Folge mit dem Boss. So, genau. Warte mal, wir hatten die... Ich hab gerade so im Urin, dass es besser wäre. Wegen der einen Treppe, in die wir rein sind, ne? Ja, genau. Ich glaube, was ich gerade gemacht habe, war richtig. Wir werden es gleich sehen. Wir holen uns jetzt noch, also ich hoffe mal, dass wir diese Folge ohne allzu lange Durchquälerei. Dieses Kraftarmband. Wofür braucht man das eigentlich überhaupt noch? Naja, gut. Ja, siehste, war richtig. So, sehr schön. Oh, eine Fee. Naja, gut, ich brauch dich eigentlich fast gar nicht, aber komm her. Gut, dann halt nicht. Ja, gut, jetzt porte ich nicht. Jetzt laufen wir hier entlang. Dann dauert das echt wieder zu lange. Löcher. Scheiß Fledermäuse. Au. Was mache ich doch nicht? So will ich's haben. Bams, ist das geil. Leute, hört sich's. So, sehr schön. Und jetzt hier oben lang. Und da wahrscheinlich muss ich einen neuen Block machen. Ja, es war so klar. Und dann müssen wir uns diesen ganzen Weg nochmal entlang rätseln. Ja. Ach ja. Ich weiß nicht, ich kann ja. Ihr seid ja vielleicht seid ihr als Zuschauer, seid ihr ja auch Let's Player und Oder keine Ahnung, könnt euch da reinversetzen, wie das ist, wenn man Let's Playt und wenn man auch irgendwo an sich selbst so einen gewissen Qualitätsanspruch hat. Und obwohl wir vorwärts gekommen sind, diese Folge jetzt, und es sehr viel besser gelaufen ist als die verworfene, keine Ahnung, dass wir halt dieses totale Hin und Her haben und diesen Weg quasi doppelt gehen müssen, mich regt das schon auf. Irgendwo. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, so, diesmal ist dann trotzdem keine ganz so gute Folge und, man fragt sich dann, ist das so unterhaltsam, jemanden zuzugucken, der sich da quasi durchquält und, was heißt da quälen? Ich quäle mich ja nicht, es macht mir ja Spaß und, ich weiß auch nicht. Sagen wir einfach, ich bin mit dieser Aufnahme, ich persönlich, nicht ganz so zufrieden. Aber ihr könnt ja mal ein bisschen Feedback dalassen, wie ihr das so seht.
es ist halt nach wie vor, obwohl ja Seasons quasi mein erstes Blind Let's Play war, ist es irgendwie trotzdem für mich immer noch irgendwo, ich weiß nicht, in meinem Herzen bin ich ein 100% Let's Player, einer der einfach Spaß hat, Leuten zu zeigen, so Secrets und Geheimnisse und einfach gründlich auf ein Spiel einzugehen und alles und so dieses lange Hin- und Herlaufen und erstmal irgendwas für sich entdecken, das mache ich persönlich eigentlich lieber erstmal für mich allein. Aber okay, gut. Na, immerhin haben wir jetzt ein spannendes Gesprächsthema für die Kommentarsektion. Hat ja auch was für sich. So. Okay, ich habe kein Piep-Piep gehört, sonst hätte ich jetzt vermutet, erstmal, dass da der große Schlüssel drin ist. Aber ja, da muss was anderes drin sein. Können wir den jetzt überhaupt noch? Ja, doch. Wir können. Okay. Jetzt muss man das Ganze wieder hin und her drehen. Ah, Alter, diese Schalter. Also ganz ehrlich, es erinnert mich schon in einem gewissen Grad an die Adlerfestung. Wie ich in der letzten... Oh, das war gut. Hat ihr schon gar nicht mehr gesehen. Ja. Dieses Hin und Her mit diesen Schaltern. Ich habe keine Ahnung, ob Aegis das Ganze noch mehr auf die Spitze treiben wird in einem anderen Part. Anderen Tempel. We will see. Ich hätte so gerne einen Boomerang, ey. Ich will die Viecher platt machen und Befehl haben. Hier könnte ein großer Schlüssel sein. Oh Gott, und noch ein Rätsel. Oh nein! Ich habe ja nicht mal eine Ahnung. Wir quatschen mit der Eule. Okay, das könnte mich jetzt auch noch mal ein bisschen Zeit kosten. Ja, ist es halt eine längere Folge, wie ich ja gesagt hatte. Bring alles zu mir. Okay, ja, also gut. Alle Blöcke sollen um dich rumstehen. Liebe Eule, würde ich jetzt einfach mal so mutmaßen. Aber die Anordnung an sich ist dann egal, oder was? Okay, wisst ihr was? Ich probiere das jetzt einfach mal. Völlig random. Vielleicht muss es ja auch ein bestimmtes System geben. Das wäre dann ganz schlimm. Da hätte ich wenigstens mich irgendwie sowas wie eine... Nein. So. Ach, scheiße. Ja, okay, komm. Ich lasse euch erstmal so stehen. So, dann machen wir weiter mit Blau. So, und jetzt schiebt sich der ja nicht mehr weiter. Oh, das war dumm. Ja, da war es auch noch nicht so dumm. Ha, warte. Aber jetzt kriege ich den nicht mehr hoch. Okay, ich habe mich verbaut. Moment, ich muss resetten. Ach Mist, okay. Ja, also im Notfall gibt es dann für euch ein Speed-Up. Ich fange wieder an mit Gold. Oder Gelb. Wie auch immer man das nennen mag. Rote gibt es auch nur zwei. Wir können nur mal Rot als nächstes nehmen, aber halt... Dieses Mal mache ich es direkt anders. Weil ich will mir jetzt nichts verbauen. Ich muss jetzt wirklich darauf aufpassen, mir nichts zu verbauen. Deswegen schieben wir den jetzt einfach mal so. Und den schieben wir dann einfach mal. Ich weiß es doch nicht. Das ist schon Trial and Error. Und zwar gehörig.
Ja, ist auch nicht ganz so schlau wahrscheinlich, was ich hier gerade gemacht habe. Nein. Oh Gott. ja. Gut. Machen wir's so. Machen wir's so. Ich glaube, es ist doch gar nicht so falsch. Nee. Nee, okay, gut. Gut. Mai, jai, 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 mai, jai, jai. Aber wir haben's. Wir haben es geschafft. Okay, gut. Ich bin happy. Also ich hoffe. Bim, okay. Sehr schön, es ist egal, wie sie stehen. Du hast den großen Schlüssel gefunden, yes! Nach einer Aufnahme von, also zumindest läuft hier mein Programm seit 36 Minuten. Da hätten schon zwei Folgen reingepasst. Wie krass, aber wir haben hier alles entdeckt und oben ja auch. Cool. Scar würde sagen, ui, toll. Ja, 36 Minuten, das ist eine lange, lange Zeit. Können wir uns eigentlich mit der Harfe irgendwie an den Anfang von Dungeons bringen? Nein, ne? Mit der Flöte von Dimitri hat's auch nicht geklappt. Ach, das war so schön. In anderen Saldas. Ja, okay, dann laufen wir halt. So, und jetzt... Now, ouch, 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 ouch. Now I want to the Dings mit dem Bums. Genau, wir wollen zum Boss. Und ich glaube, ich weiß auch ungefähr, in welche Richtung das ist. Und dann können wir den Part beenden. Und dann geht's die nächste Folge direkt weiter mit Bösselchen. Voll geil. Lasst mich bloß in Ruhe, ihr Viecher. Nein, 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 nein. Schon wieder. Irgendwie komme ich nicht darauf klar, dass es... Ja, ist egal. Egal, 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 egal. So, na, ansonsten... Schon wieder so ein Moment, wo ich mir einfach gerade denke, Alter, was soll ich jetzt... was soll ich jetzt sagen? Ich bin heute irgendwie voll verplant. Ich weiß auch nicht. Voll der professionelle Let's Player, ne? Da ist man schon annähernd 5 Jahre im Geschäft. Hey, jetzt ohne Scheiß. Wenn ich darüber nachdenke, wie lange ich das jetzt schon mache, das ist heftig. Ich meine, okay, gut, ich hatte meine längeren Pausen und würde man die aktive Zeit zusammenrechnen, ist natürlich weniger als 5 Jahre, aber es war damals der erste... Ja, wir nehmen den Porter. Es war damals der 1.10.2010. Das heißt, in etwas weniger als einem Monat bin ich dann 5 Jahre Let's Player. 5 Jahre YouTuber. Holy shit. Das muss ich in irgendeiner Form feiern. Ein Special machen oder ein Livestream oder keine Ahnung. Aber 5 Jahre sind... Das ist ja nun schon ein Jubiläum. Krass. Okay. Voll krass, okay. Naja, ihr freut euch hoffentlich sicher, dass es jetzt eine längere Folge gewesen ist. Ist doch auch mal schön. So, wo geht's jetzt zum Boss? Ich glaube, das war hier oben, ne? Oder war das noch ein weiter? Ich weiß gerade nicht so genau. Nein, da sind wir gerade hingekommen. Wir müssen da auf die Seite. Ach Mensch. Kann man noch verpeilter durch die Gegend rennen als ich? Ich glaube nein. Und nein, ich strecke es nicht absichtlich in die Länge.
Das tue ich euch dann doch nicht an. So, jetzt sind wir fast da. So, ich werde auch hier in diesem Raum speichern und nicht in dem mit dem Laser, der uns anspuckt. Das ist ein bisschen gefährlich. Kriegen wir hier nochmal volle Herzen rein? Das wäre ja schön. Nein. Diesmal gibt es keine Fee für uns, obwohl... Man könnte es drauf anlegen. Ja, komm. Das könnt ihr jetzt von mir aus in die Länge ziehen, denn... Oh, ein halbes Herz, Alter. Komm schon, gib mir ein Herz. Ich will für den Boss voller Herzen haben. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Och, komm! Unfassbar. Und da merke ich gerade wieder, ich hätte ja hier die... Ich gewöhne mir das nicht an, Leute. Ich gewöhne es mir nicht an. Unfassbar. Nee, wirklich nicht. Also, was ist das hier? So, na endlich, wir haben's. So, alles klar, ihr Lieben. Was für eine Folge. Puh. So, dann wünsche ich euch, ja, viel Spaß. Oder hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Macht's gut. Bis dann, ich bin gespannt auf zahlreiche Kommentare. Wir haben ja noch ein bisschen was, ja, einige Punkte angesprochen, wo es bestimmt den einen oder anderen spannenden Kommentar gibt. Und ja, macht's gut. Bis nächsten Freitag und tschüss.